Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem YouTube-Kanal. Auch an diesem Mittwoch wollen wir wieder über ein juristisches Fachbuch sprechen. Yay. Erneut hat sich kein IT-technisches Fachbuch hier auf meinem Schreibtisch eingeschlichen, sondern ein juristisches. Und deswegen bin ich ganz besonders froh, dass ich da nicht alleine drüber reden muss, sondern dass ich den lieben Michael hier an meiner virtuellen Seite habe. Hallo Michael, wie geht es dir? Ja, Lilo, hallo Marc. Danke der Nachfrage. Mir geht es sehr gut immer, wenn wir aufzeichnen, geht es mir natürlich gut. Wie sollte es anders sein? Und dir natürlich auch, wie ich aus dem Vorgespräch weiß. Sehr schön. Ja, du hast es schon gesagt, wir gucken uns mal wieder ein juristisches Buch an. Datenschutz ist halt gleich viel Juristisches und plus viel Technisches und noch ein bisschen drumherum. Aber die juristische Seite ist schon, hat schon überwiegt schon, würde ich mal sagen. Also natürlich mit meiner Brille betrachtet, Brille des Juristen. Techniker mögen das anders sehen, aber ich glaube, die juristische Seite überwiegt schon so ein bisschen beim Datenschutz. Und das ist halt das Leidige, dass man sich als für den Datenschutz sich interessierender Mensch, der kein Jurist ist, trotzdem mit so einer Materie dann auseinandersetzen muss. Nur gut, wir versuchen dabei ein bisschen Hilfestellung zu geben, unter anderem mit dem Limi, mit unserem Literaturmittwoch, wo wir auch heute eben ein juristisches Buch vorstellen. Kleiner Disclaimer wieder vorweg. Wir haben diesmal kein Rezensionsexemplar gestellt bekommen, sondern das Buch habe ich mir selber gekauft. Es gab auch keinerlei Einflussnahme vom Verlag oder von den Autoren oder von sonstigen Dritten. Wir haben so keinerlei sonstige Hintergedanken, die wir damit verfolgen, sondern wir wollen einfach die Informationen zu dem Buch geben und es vorstellen. Es gibt keine Gewinnspiele, keine Rabattcodes, nix. Heute geht es um den betrieblichen Datenschutz und um ein Rechtshandbuch, was genau so heißt. Genau, ich schalte mal hier um auf meinen Bildschirm und dann kann ich mal so ein bisschen die technischen Daten dazu erläutern, bevor du dann quasi in wirklich was zum Inhaltlichen sagst. Und zwar haben wir hier wieder ein recht umfangreiches Buch, was man auch am Preis erkennen kann. Halt mal die Kamera, ja. Genau, halt mal in die Kamera. Was man auch hier am Preis erkennen kann, der Standardpreis, wie es hier steht, hat den stolzen Betrag von 249 € inklusive Umsatzsteuer. Es hat 1639 inhaltliche Seiten. Und wenn ich jetzt auf die Schnelle mit den römischen Ziffern klarkomme, dann gibt es 72 Seiten Inhaltsverzeichnis und dann kommen nochmal 1639 inhaltliche Seiten. Das Werk hat den immerhin umfangreiches Gewicht von 1801, das eine Gramm wollen wir nicht unterschlagen, 1801 Gramm und ist in Leinen-Hardcover erschienen. Es hat wie bei derartigen Werken sehr, sehr häufig üblich drei Herausgeber in dem Fall. Forgo, Helfrich und Schneider und eine ganze Liste von Autoren, die zumindest, ich weiß nicht, ob sie alle hier unten abgebildet sind, aber zumindest zum Großteil hier unten wirklich aufgelistet sind. Also auf die Schnelle würde ich mal sagen, mindestens 30, 40 Autoren, die hier zugearbeitet haben, den drei Herausgebern, die auch eigene Kapitel geschrieben haben, wenn ich es auf die Schnelle richtig überblickt habe. Betrieblicher Datenschutz. Man könnte jetzt vermuten, das ist ein sehr praxisnahes Buch. Zumindest würde der Titel mir das Ganze so ein bisschen suggerieren. Ist das so? Ja, auf eine gewisse Weise ja. Ich zögere deswegen so ein bisschen, weil der Untertitel quasi von betrieblicher Datenschutz Rechtshandbuch lautet. Und das zeigt dem geneigten Leser, dass es eben kein Praxishandbuch ist, sondern ein Rechtshandbuch. Und nach meinem Verständnis kriegt man auch genau das, nämlich ein Werk, was jetzt kein Lernbuch ist und kein Kommentar, die Sachen haben wir auch schon vorgestellt, sondern das hat durchaus einen praxisrelevanten Ansatz und auch eine Zielführung zur praktischen Umsetzung des betrieblichen Datenschutzes. Aber es hat eine, wie ich finde, vergleichsweise hohe Flughöhe, einfach wahrscheinlich, weil das Ziel ursprünglich war, einfach
die Praxisprobleme, die es im betrieblichen Alltag so im Bereich Datenschutz gibt, möglichst umfassend abzubilden. Und das jetzt in der dritten Auflage 2019, nicht nur in Bezug auf Deutschland, das ist natürlich der Schwerpunkt des Ganzen, aber auch immer mit Blick zum Beispiel auf die österreichische Rechtslage, die ja dank DSGVO im Grunde genauso ist, aber dann trotzdem ein paar nationale Besonderheiten aufweist. Und wir haben, das ist ein Punkt, den ich sehr, sehr schön finde bei dem Buch, weil ich ihn so aus anderen Büchern in der Hinsicht nicht kenne. Er hat hinten sozusagen, ganz hinten im Buch gibt es auch so Länderberichte sozusagen. Also da wird ein Blick geworfen auf andere Staaten, zum Beispiel auf die Schweiz oder die USA. Wie sieht's denn da mit dem Datenschutz aus? Ja, natürlich immer auch mit ein bisschen Blick dann auf die DSGVO, wie ist das Verhältnis und so weiter, und wie sieht's da generell mit dem Datenschutz aus? Die Schweiz, kein EU-Mitglied, aber eben zum Teil deutschsprachig, hat die DSGVO nicht, aber dann doch irgendwie eine ähnliche Rechtsgrundlage oder Rechtslage. Und insofern sind diese Länderausblicke gar nicht so verkehrt, und das zeigt auch schon, dass das Werk sich von der Zielgruppe her nicht an den kleinen Handwerksbetrieb, den wir gerne immer als Beispiel nehmen für die ganz kleinen Betriebe, den kleinen Handwerksbetrieb um die Ecke wendet, ja, also und den dortigen DSB, sondern ich glaube, dass DSBs mit diesem Werk schon sehr, sehr viel anfangen können, dann allerdings, wenn sie in einem mittleren bis großen Unternehmen, vielleicht sogar in der Konzernstruktur tätig sind, denn genau daraufhin zielt, glaube ich, dieses Werk dann ab. Für die ganz kleinen Unternehmen wäre es, glaube ich, too much. Jetzt nicht nur wegen des Preises, der recht sportlich ist, wie ich finde. Das Buch ist es allemal wert, aber es ist doch eher hochpreisig. So dass ich glaube, dass eben der kleine Dachdeckerbetrieb mit 5 Angestellten sich das Ding nicht in den Schrank stellt. Das glaube ich eher nicht. Aber die mittleren und größeren Betriebe aus dem KMU-Bereich oder auch Konzerne, oder auch Betriebe mit ein paar Zweigstellen oder internationalen Ausrichtungen vielleicht auch, die finden hier ein sehr gutes, sehr praxisbezogenes Werk, was wie gesagt eine gewisse Flughöhe hat, um eben so den Gesamtüberblick herzustellen. Was aber auch okay ist, wenn man das weiß, ja, dann weiß man ja auch, was man bekommt. Und wenn man jetzt haarklein wissen will, zum Beispiel, wie man ein Verarbeitungsverzeichnis am besten schreibt und das wirklich klein-klein dargestellt haben will, dann wird man in dem Buch nicht fündig. Ja, das darauf geht das Werk schlichtweg nicht ein, sonst hätten wir wahrscheinlich ein Werk, was doppelt so umfangreich wäre. Und das wird es dann ein bisschen sprengen. Das ist nicht die Zielrichtung, sondern hier wird versucht, wirklich den betrieblichen Datenschutz, und zwar immer mit Blick auf konkrete Themengebiete, möglichst umfassend abzubilden. Also wie ist das im Bereich Beschäftigtendatenschutz? Wie ist das mit elektronischen Dingen wie Bring Your Own Device etc.? Wie ist das denn mit der Frage der Mitbestimmung? Wie ist das im Bereich des Sozialdatenschutzes? Ja, wie ist das mit im Punkto Strafrecht zum Beispiel? All diese einzelnen Dinge, die im Betrieb nun mal oder in größeren Betrieben zumindest eine Rolle spielen können, werden hier eben thematisch abgehandelt mit einer hervorragenden Qualität, aber eben, wie gesagt, mit einer gewissen Flughöhe. Ja, spannend erstmal, was du erzählst. Ich habe ja die Vorauflage dankenswerterweise von dir mal bekommen, die zweite Auflage, und habe da auch mal ganz kurz reingeschaut. Ich habe da jetzt nicht wirklich intensiv mit dem Buch gearbeitet, aber auch dieser erste Blick bestätigt, was du jetzt gerade erzählt hast. Man bekommt eine gewisse Flughöhe, man kann gewisse Sachen nochmal nachgucken, aber man bekommt keine To-Do-Liste für das tägliche Leben. Wie macht man dieses, jenes und welches? Ne? Sondern man kann quasi juristische Dinge beurteilen ohne Anweisung für den Tagesablauf zu bekommen. So würde ich es mal nennen. Genau, also es gibt schon Hinweise, ne, aber die bleiben eher ein bisschen allgemeiner und werden ganz wenig konkret, einfach weil das Buch sich natürlich auch nicht an eine bestimmte Branche richtet oder an bestimmte Unternehmen oder Behörden, sondern weil es eben so einen Gesamtüberblick geben will. Und dann ist es ganz klar, irgendwo muss ich halt die Linie ziehen und sagen, so stopp bis hierhin und nicht weiter, so genauer unter das Brennglas legen wir es jetzt nicht, weil zum einen die Zielgruppe möglicherweise das dann auch schon weiß und kann, und auf der anderen Seite
wie gesagt, dann das würde den Umfang wahrscheinlich sprengen. Was ich das Schöne finde an dem Buch, es ist wirklich gut lesbar, nicht nur vom Schreibstil her und von der Aufbereitung der Informationen. Also es wirkt schon so, trotz der Vielzahl an auch zum Teil wirklich namenhaften Autoren, wirkt so ein bisschen wie aus einem Guss. Das finde ich sehr schön. Vor allen Dingen ist es auch vom Layout sehr schön. Also es ist schön geschrieben, schön layoutet. Man hat nicht nur Fließtext, sondern man hat zwischendurch auch mal so zwischen Übersichten, was denn jetzt im nächsten Kapitel kommt und dann wie das ein bisschen gegliedert ist. Man hat auch schon mal das ein oder andere, die ein oder andere Grafik, man hat die ein oder andere Checkliste oder Tabelle. Das ist eher die Ausnahme, aber man findet es eben. Das wird auch durch entsprechende Fettmarkierungen zwischendurch wird das Ganze ein bisschen aufgelockert und es lässt sich sehr, sehr gut lesen. Ja, das ist ein klassisches Nachschlagewerk. Wenn man jetzt sagt, so, wie ist das denn jetzt mit der Datenübermittlung im Konzern? Wie ist das denn nochmal? Ja, dann kann man hier das entsprechende Kapitel nachschlagen und sehr, sehr gut lesen und verstehen und daraus dann entsprechende Schlüsse für die Umsetzung in der Praxis ziehen. Gut, ja, sehr spannend. Kurzer Hinweis an der Stelle, man bekommt auf der Webseite hier vom Beck Verlag, hier im Beck Shop, bekommt man, ich muss mal ganz nach unten, nee, gar nicht ganz nach unten scrollen, sondern hier in der Mitte bleiben, da ist es irgendwo, nee, wo ist es denn? Vorhin hatte ich es doch noch. Was suchst du denn? Weniger Anzeigen, die Leseproben, da, Leseproben und andere Materialien. Wenn man es richtig macht, funktioniert es auch. Man Genau. bekommt als Leseprobe das Inhaltsverzeichnis, welches ja sehr, sehr umfangreich ist. Und dort kann man auch nochmal genau nachlesen, über welche Länder denn zum Beispiel alle gesprochen wird. Ich habe jetzt mal gerade schnell durchgeguckt. Man bekommt zum Beispiel einen Hinweis zu Italien, zur Tschechei, sogar Ukraine, Russland, aber natürlich nicht zu allen, weiß ich nicht, knapp 200 Länder, die auf diesem Planeten drauf sind, sondern natürlich nur zu einer paar Auswahl von Ländern. Ich habe witzigerweise gesehen, es gibt Schweden, aber es gibt kein Norwegen, im Hinweis. Aber da möge dann bitte jeder selber gucken, findet man im Inhaltsverzeichnis. Dann bekommt man eine Leseprobe, dann kann man quasi das überprüfen, was du gerade gesagt hast, ob man mit dem Schreibstil zurechtkommt, ob man sich mit dem Layout anfreunden kann. Und es gibt noch ein Sachverzeichnis und was ich insbesondere bei der Leseprobe sehr, sehr angenehm finde, das hatten wir hier auch schon. Man hat jetzt hier nicht eine Leseprobe über drei Seiten oder die Leseprobe ist der Teil des Buches, wo die DSGVO 1 zu 1 abgedruckt wurde, sondern es ist eine echte Leseprobe, mit der man auch was anfangen kann. Genau. Gesetzestext findet man in diesem Buch übrigens gar nicht, wenn dann nur als kurze Zitate. Ja, ist ja kein Kommentar, sondern eben ein Rechtshandbuch. Es gibt sehr, sehr viele Querverweise auf ergänzende Literatur, auch sehr schön. Natürlich viele Fußnoten, wie man das aus juristischer Literatur kennt. Zwei Dinge, die ich gerne bemängeln würde. Einmal so der Klassiker. Es gibt das Buch für 249 Euro in gebundener Fassung und nicht noch zusätzlich irgendwie als E-Book. Ich kann es, egal für welchen Kurs, gar nicht kaufen als E-Book. Das ist ein bisschen schade. Und die Leseprobe ist zwar schön, dass sie da ist, aber im Verhältnis zu den weit über 1000 Seiten des Werkes sind es nur 9 Seiten Leseprobe. Ah, okay. Da finde ich, da hätten wir noch ein paar Ach Seiten ja, 9 drauflegen Seiten. können. Ne? Da hätte man ein bisschen drauflegen können. Ist jetzt nicht dramatisch, ja, würde ich nicht als Kriterium sehen, dass ich das Buch nicht kaufe. Aber so, wenn man es ins Verhältnis setzt zur Gesamtseitenanzahl, hätte man dann durchaus, weiß ich nicht, noch 10 Seiten Leseprobe mehr spendieren können, einfach um da mal sich das Ganze anzuschauen. Denke, damit hätte man sich keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Angesichts des Preises und des Erscheinungsjahres, also Anfang 2019, Wollte hier nämlich würde gerade auf ich, den Casus Knactus eingehen, genau, nämlich also 2019. aktuelle Entwicklung, TTDSG etc. sind natürlich naturgemäß nicht mit drin. Also ich jedenfalls warte händeringend auf die nächste Auflage. Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn die käme, weil wie gesagt inhaltlich à la Bonheur lässt überhaupt nichts gegen sagen, wenn man sich in der Zielgruppe befindet, wie gesagt. Aber ist halt jetzt schon ein paar Tage alt und im Datenschutz seit 2019 ist das ein oder andere doch nicht ganz Unwichtige passiert. Deswegen muss man sich überlegen, kauft man die Auflage jetzt noch für die 250 Euro oder warte ich auf die nächste? Ich habe keine Ahnung, wann die nächste kommt, ob sie kommt. Ich hoffe, sie kommt. Dann ist die nächste Auflage, die Ja, wahrscheinlich ähnlich ja. kostet, dann aber auf jeden Fall eine Kaufempfehlung.
Ja, in der Tat. Also ich möchte an der Stelle vielleicht auch nicht unbedingt beim Verlag die Entscheidung treffen, weil wo wir jetzt ja quasi so ein bisschen drumherum geredet haben, ist so das Thema Datenaustausch in die USA, Safe Harbor, die zwei Schrempf-Urteile. Und wir hatten es, glaube ich, vorhin nachgeguckt. Das Schrems 2-Urteil ist hier quasi noch nicht verwurstelt drin. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Das heißt, man hätte eigentlich da jetzt quasi ein neues Buch gebraucht oder zumindest einen neuen Absatz gebraucht, wo quasi das Schrems 2-Urteil verwurstelt wird. Gleichzeitig arbeitet die EU natürlich jetzt wiederum an einer Nachfolgeregelung des Safe Harbor Abkommens. Also wenn man jetzt heute ein Buch veröffentlicht, hat man wahrscheinlich das Problem, dass es vielleicht in 5 Monaten veraltet ist, weil wir dann eine Nachfolgeregelung des Safe Harbor Abkommens haben, bis dann der Privacy EuGH Shield wieder meinst du? entschieden hat, bis wir dann das Schrems 3 Urteil haben. Ich glaube, gerade in dem Bereich müssten die Verlage vielleicht auch mal so ein bisschen aus dem Quark kommen und müssten einfach sagen, dieses Buch wird veröffentlicht, man bezahlt einen Betrag X dafür, eben hier diese 250 €, die ja nun kein Pappenstiel sind, aber inkludiert gibt es einfach auch mal kleine Zwischenauflagen, wo einfach mal 30 oder 40 oder 50 Seiten ergänzend dazu rausgegeben werden und diese Seiten bekommt dann jeder, was weiß ich, kostenlos, der sich das Buch gekauft hat oder muss nochmal einen Zehner an den Verlag überweisen oder, dass man gerade bei solchen Dingen mal so ein bisschen rauskommt und dann eigentlich jederzeit das Buch kaufen kann mit den entsprechenden Aktualisierungen. Ja, Ich weiß, dass es Beck fährt beim. da ja ein anderes, Ja, ich andere weiß, die haben Strategie, anders. ne? Die haben Online-Datenbanken etc. Ich bin jetzt nicht 100% sicher, ob bei der Online-Datenbank dieses Buch mit drin ist. Ich glaube ja. Da hätte man es ja in elektronischer Fassung. Ich weiß aber auch nicht, inwieweit das dann quasi zwischengeupdatet wird oder ob dann einfach die jeweilige Auflage online Ich wollte gerade gestellt sagen, wird. es ändert ja nichts am gedruckten Buch, Ja. das bei mir im Schrank steht und veraltet ist, ne? Na klar, So. genau. Deswegen, also ich tippe mal, dass man vielleicht jetzt noch auf das nächste nach Safe Harbor, was du eben meinst, und Privacy Shield, der eigentlichen Nachfolgeregelung mit dem Schrems 2-Urteil, die dann gefallen ist, und jetzt den zukünftig wahrscheinlich kommenden Transatlantic Data Privacy Framework, kurz TADIP, finde ich immer sehr schön, das gibt einen sehr schönen Hashtag übrigens, da wird man. Meine Vermutung jetzt mal ins Blaue hinein, da wird man wahrscheinlich abwarten, bis es da konkretere Dinge gibt und das dann in eine vierte Auflage mit aufnehmen und das Ganze dann entsprechend aktualisieren, weil ich glaube, mit einem kleinen Zusatzabsatz, übrigens, Privacy Shield ist gekippt worden, da wird's ja, hätte es ja nicht getan, das Nee. hätte man an verschiedenen Stellen im Buch unterbringen müssen, wahrscheinlich auch von verschiedenen Autoren. Ich glaube, das wäre einfach zu aufwendig gewesen. Aber das ist jetzt ein Stochern im Nebel, keine Ahnung. Unterm Strich, empfehlenswertes Buch, leider ein bisschen schon alt. Ich wollte es trotzdem gerne vorstellen, weil ich es inhaltlich super finde. Auch den Ansatz einfach so sa zu sagen, wir bereiten jetzt mal den Datenschutz aus betrieblicher Sicht auf und stellen euch quasi Kapitel für Kapitel klassische Themen, die immer wieder im Betrieb vorkommen, vor und mit entsprechenden Lösungen natürlich. Zeigen nicht nur die Problemstellen auf, die es so gibt, sondern zeigen auch noch Lösungen. Ja, und zeigen dieses Buch, stellen das Buch vor, in der Hoffnung, dass bald eine vierte Auflage kommt. Wunderbar, damit haben wir jetzt dieses Buch virtuell zusammengeklappt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr konntet mit dieser Buchrezension etwas anfangen. Wenn ihr noch Hinweise habt, dann seid so nett, schreibt sie unten in die Kommentare rein. Wir freuen uns riesig, man könnte sagen, wie Bolle. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann wird es allerhöchste Zeit. Abonniert ihn und dann sehen wir uns schon sehr bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao.